Wir bleiben beim Thema Urlaub. Und da heißt es jetzt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wir stellen Ihnen in unserem Wochenmagazin in den Sommermonaten immer Ausflugsziele aus unserer wunderschönen Region vor. Und da nehmen wir es jetzt mit nach Oberwölz. Da gibt es ein spannendes und interessantes Museum, nämlich das Blasmusikmuseum, das wir jetzt gemeinsam besuchen. Das österreichische Blasmusikmuseum Oberwölz wurde 1997 eröffnet und präsentiert auf ca. 600 Quadratmetern sehenswerte Objekte aus der Geschichte des österreichischen Blasmusikwesens, das sich seit dem 19. Jahrhundert neben der Militärmusiktradition vor allem auch zu einer der größten Bewegungen des Amateurmusikwesens entwickelt hat. Über 2100 Blaskapellen bilden die blühende Gegenwart einer über 150-jährigen Entwicklung. Die ausgestellten Instrumente, Uniformen und Trachten lassen die Vergangenheit der österreichischen Blasmusik seit dem 19. Jahrhundert lebendig werden. Von der Harmoniemusik des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts an adeligen Höfen, über die Militärkapellen des 19. Jahrhunderts bis zur Amateurmusik der Gegenwart und zu zeitgenössischen Musikprojekten wird ein bunter Bogen gespannt.